So, willkommen zu einer kleinen Infofolge Pokémon Go, denn der Eventkalender für Januar wurde bekannt gegeben, wurde gepostet. Das finde ich immer richtig genial. Wie heißen die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Pokémon Go News hat auf jeden Fall wieder mal so eine Grafik veröffentlicht. Der Eventkalender im Januar. Wie alle wissen, gibt es im Januar dann ja wieder die Spezialforschung von Team Go Rocket, diesmal also mit Lavados, das ist der dritte Vogel, der fehlt vom 1.1. bis zum 31.1. Ihr habt also den ganzen Januar Zeit. Wer noch keinen Zapdos hat, sollte das bitte heute unbedingt noch abholen. Außer ihr sagt, ihr braucht keinen Zapdos, ihr möchtet Lavados, dann könnt ihr das im neuen Jahr abholen und nochmal eine Forschung machen, um ein zweites Lavados zu bekommen. Beim letzten Mal wusste ich ja noch nicht, ob das so funktioniert. Mittlerweile weiß ich das, aber ich als Sammler, ich möchte natürlich einen Krypto Arktos, Zapdos und Lavados. Andere sagen, ich brauche Arktos nicht, das ist total unnütz, Zapdos ist richtig cool. Ich möchte bitte zwei Zapdos haben, die ich beide erlöse, damit ich beide mit guten IV habe. So kann man das natürlich auch machen, außer man hat ein 0%iges und dann wird es einfach zu noch mehr Gurke. Aber egal. Das also wieder die Spezialforschung. Die Aufgaben werden sicherlich auch wieder die gleichen sein. Gespannt sind wir eigentlich nur darauf, was kommt nach Lavados. Dann sind die drei Vögel durch. Nehmen die dann das nächste Trio rein? Nehmen die irgendwelche Zusammenhänge rein? Gibt es dann plötzlich Krypto Rayquaza? Nachdem Krypto Kyokre und Krypto Groudon rauskommen? Das wäre aber ziemlich früh. Denn dann haben die irgendwann alle legendären Pokémon durch als Krypto und dann gibt es gar nichts mehr. Oder sie fangen wieder bei Arktos an, das weiß man nicht. Vielleicht machen die das jetzt ein ganzes Jahr so immer im Wechsel, dass ihr also doch mehrere Möglichkeiten habt, Arktos, Zapdos, Lavados als Krypto oder eben auch als Hunderter zu bekommen, wenn ihr die erlöst. Schreibt mal rein, was ihr dazu denkt, ob es was Neues gibt im Februar oder ob wir wieder bei Arktos anfangen. Dann habt ihr natürlich den neuen Feldforschungsdurchbruch vom 1.1. bis 1.2. Diesmal gibt es Labras mit Eissplitter oder Eisstrahl als Feldforschungsdurchbruch. Für manche Leute ist es jetzt uninteressant, die sowieso keine Legacy-Attacken sammeln. Für Leute, die sagen, PvP spielen sie auch nicht. Und für die Leute, die einen Shiny brauchen, gut, wer noch keins hat, ist ja schön und gut, aber die Leute, die natürlich auch den Labras Raid Day mitgemacht haben, den es ja gab, die sind bestimmt auch schon bestens bedient, ist auf jeden Fall nützlicher als Evoli, könnte man sagen, aber ja, ich meine, wie gesagt, für aktive Spieler gibt es eigentlich gar nichts, was sinnvoll wäre. Denn sie würden ja jetzt nicht ein neues Pokémon, einfach ein legendäres neues nehmen, in den Feldforschungsdurchbruch backen, dass aktive Spieler und lahmarschige Spieler was davon haben. Es wird ja immer eigentlich so sein, dass im Feldforschungsdurchbruch nur aufgewärmter Gulasch kommt, der eben für aktive Spieler jetzt nicht so interessant ist. Die Leute, die noch ein gutes Labras wollen, ist okay. Die Leute, die die Attacken noch nicht haben, ist okay. Die Leute, die noch ein Shiny suchen, ist okay. Kann man ja alles mitnehmen. Außerdem, vorher gab es ja gar keinen Feldforschungsdurchbruch, dann seid ihr ohne das ausgekommen. Wenn es euch nicht interessiert, müsst ihr das ja nicht machen. Es ist ja nur zusätzlich für euch im Prinzip eine kleine Belohnung. Also habt ihr ja sowieso gar kein Recht, da überhaupt irgendwas rauszufordern oder verlangen. Dann haben wir als drittes noch den Schlüpfmarathon, Abenteuer Sink Schlüpfmarathon, der geht los am 2. Januar bis zum 16. Januar. Schlüpfmarathon, wisst ihr ja, war immer was Besonderes. Ich glaube, da ging es immer darum, dass sowieso nur Zweier-Eier zu bekommen waren. Ein Zweier-Ei nach dem nächsten hintereinander, wo sich Niantic immer schön eine goldene Nase verdient, denn ihr habt zwar Glück, dass ihr nicht so viele Kilometer braucht, um eure Eier zu brüten. Wenn ihr aber natürlich mit verbrauchbaren Inkubatoren durch die Gegend lauft, müsst ihr permanent reincashen, permanent neue Brutmaschinen kaufen, neue Brüter. Und ihr gebt so einen Haufen Geld aus, denn ihr denkt, boah, ich will ja unbedingt das. Was? Ich habe keine mehr. Ich lade nochmal auf, ich stecke nochmal rein. Und dann sind schnell mal 10.000 Euro weg. Und ihr wundert euch, wieso euer Haus gepfändet wird, weil ihr alles in Pokémon Go investiert habt, um am Ende nichts zu bekommen. So ging es damals beim Shiny Mobile bei der Suche.
Was habe ich gebrütet? So viele Mobile bekommen, aber keinen Shiny dabei. Mittlerweile habe ich mir eins getauscht. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Zum Schlüpfmarathon soll es ja also auch diese Partyhut-Pokémon geben, wo alle natürlich auf Partyhut-Wampel warten. Oder eben auch Partyhut-Radikal. Ich hoffe, das kann man auf jeden Fall nicht entwickeln, wenn man einen Partyhut-Wampel brüten könnte, auch als Shiny, meinetwegen. Wäre das eine coole Sache. Wenn es nicht shiny wäre, wäre es sogar noch cooler, dann gäbe es keinen Stress, dann kann man einfach ein bisschen brüten ohne Stress. So will man ja dann wieder das Shiny haben, ist doch gezwungen vielleicht was auszugeben. Aber angeblich soll es die Partyhut-Pokémon auch wild geben. Ob es jetzt alle wild gibt oder ob bestimmte in Eiern vorhanden sind und andere wild oder ob wir wirklich alle wild und alle brüten können, das weiß man jetzt auch noch nicht, da wird in Zukunft noch mehr kommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Partyhut-Pokémon, dass eben mal auch ein anderes kostümiertes Pokémon reinkommt, bis auf Pikachu. Gut, Damia Blakes gab es jetzt auch. Trotzdem wird auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir noch einen neuen legendären Raid-Boss vom 7.1. bis zum 4.2. Also wirklich fast einen ganzen Monat. Das finde ich schon heftig. Da kommt nämlich Heatran zurück oder Heatran, wie auch immer. Den fand ich damals cool. Das ist ein Pokémon, was relativ hohe WP am Ende erreicht. Trotzdem aber gut zu zweit zu raiden ist. Ich habe damals immer mit dem Bob seinem Account, entweder sind wir zu zweit los oder er hat mir seinen geliehen, konnte ich jedes Heatran mit zwei Accounts legen und mittlerweile hat man ja sogar noch bessere Pokémon. Jetzt gibt es das dann auch noch in seiner schillernden Variante. Da hat man eh Bock zu raiden, weil das einfach Spaß macht, mal loszugehen, zu sagen, ich mache spontan einfach mal hier den Raid, mal da den Raid, werde vielleicht noch belohnt, noch mit einem 100er. Was mir noch fehlt, Bob hat damals ja eins bekommen, ich nicht. Dabei hat er selber nicht mehr gespielt. Das wäre auf jeden Fall cool und meistens ist es so, wenn die Shiny Legendären kommen, ihr habt vielleicht ein Wochenende nur Zeit oder ihr habt mal zwei Wochen Zeit, aber das ist jetzt einen ganzen Monat und einen ganzen Monat, da müsstet ihr theoretisch noch nicht mal Pässe kaufen. Ihr könnt ja wirklich den täglichen Pass machen, habt trotzdem 30 Tage, grob geschätzt, schlecht grob geschätzt, aber trotzdem grob geschätzt, 30 Tage Zeit, 30 Möglichkeiten, 30 freie Pässe, wo ihr auf ein schillerndes Heatran hoffen könnt. Und das Shiny sieht, glaube ich, auch cool aus, denke ich mir zumindest. Wenn nicht, sieht Heatran einfach so an sich cool aus. Das reicht ja schon aus. Und ich habe noch keins hochgezogen, würde ich dann vielleicht machen, wenn das weg ist und ein Shiny da ist, vielleicht ein Shiny und ein normales, das beste normale und ein Shiny, aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal Viridium weggehen lassen und Heatran reinkommen lassen. Dann sind auch angekündigt neue Einhalb Pokémon, da ist noch kein weiteres Detail bekannt, noch kein Datum, so, aber im Laufe des Januars werden sicherlich noch ein paar freigeschalten, gibt ja ganz viele, die noch fehlen. Gibt eigentlich sowieso, was in anderen Generationen aber auch, also da habe ich jetzt keinen Überblick, großartig. Wir sind aber gespannt, was als nächstes so rauskommt und vor allem einfach normaler Release oder gleich auch wieder alle Weiterentwicklungen wild fangbar, dass der ganze Reiz weg ist und dann gleich alles wieder als Shiny. Also manchmal übertreiben die es wirklich mit dem Raushauen. Ich finde es gut, so Stück für Stück. Aber sie machen so viele Events, wo manche neue Pokémon direkt gleich auch als Shiny released werden, wie das auch eben bei Yorkliff war zum Beispiel, neu ins Spiel rein, gleich als Shiny. Muss man sehen, was da noch alles auf einen zukommt. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch einen Community Day im Januar, nämlich am 19.01. Der nächste Community Day, markiert euch das im Kalender. Da ist auch noch nichts bekannt. Angeblich steht jetzt hier, keine Ahnung. Aber eigentlich sind wir ja zu 100.000% sicher, dass das Hydropi sein wird. Denn das ist der Wasserstarter. Hydropi? Plinfer. Dass das Plinfer sein wird, denn das ist der Wasserstarter, der noch fehlt, nachdem jetzt eben der blöde Affe und das komische andere Ding, Serpifeu, ach Serpifeu ist ja wieder eine andere Generation, Mann, ist egal, vergesst einfach alles, was ich gesagt habe, Plinfer kommt auf jeden Fall, Chelast war und Panflam war, boah, die haben alle, die klingen alle so ähnlich. Chelast war und Panflam war und Plinfar fehlt noch. Also im Januar müsste theoretisch zu 1000%
Plinfa kommen, der kleine süße Pinguin, der Wasserstarter. Wir sind gespannt. Der sieht natürlich auch nicht so spektakulär aus, aber die anderen zwei ja auch nicht so spektakulär. Und das große, die große Überraschung wird dann sicherlich im Februar kommen, denn da hat gar keiner eine Theorie dazu. Viele interessante Sachen waren schon da. Kaumalat hätte man ja auch gedacht, dass der mal einen C-Day bekommt. Jetzt durch das Shiny Release, sagen einige, der kriegt gar keinen mehr. Durch das Auftauchen auf dem neuen Bild wird jetzt wieder spekuliert, ob der vielleicht doch einen bekommt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass im Februar schon ein Kaumalat C-Day kommen würde, so verfrüht. Wäre natürlich ein heftiges Highlight und dann wäre das Shiny auch nichts mehr wert. Wir werden es aber sehen. Was denkt ihr, ist der nächste Community Day im Januar Plinfa und was sind eure Tipps? Was wird es im Februar für einen C-Day geben? Das also wieder Trash Talk vom Feinsten zu den aktuellen, zum aktuellen Eventkalender. Und das Video jetzt. Nachher gibt es noch ein schönes Video, wie ihr euch heute an Silvester einen dicken, saftigen Nimm-2-Likör selber machen könnt zu Hause. Hätte ich vielleicht eher sagen sollen, damit ihr noch was einkaufen könnt. Und heute Abend gibt es noch ein besonderes Video, was sehr emotional wird, was mir sehr zu Herzen gegangen ist. Also ihr seht auch heute volles Produkt, während ich dann schon betrunken in der Ecke liege, könnt ihr euch noch die Tränen aus den Augen wischen, egal ob vor Freude oder einfach vor Trauer. Ihr werdet es sehen. Ich bin gespannt auf euer Feedback, auf eure Reaktion. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.